Die Eisenacher sind ausgebrochen. Ja, das ist wirklich handwerkliche Qualität hoch 100, die hier gebaut worden ist. Und die Farbe, das ist ein Statement, das auch mittlerweile auf dem T-Shirt abgebildet wird. Du bist der Tino? Richtig, korrekt. Ja, ich grüße dich, Tino. Ihr habt ein wunderschönes Fahrzeug gemacht mit ganz vielen gigantischen Details. Fängt an hier vorne, ich sag mal, mit dem Lack, der hier drauf ist. Das genau. Sieht so einfach aus, oder? Ja, das ist ein Raptor-Lack. Der ist dafür da, dass die Sachen nicht ausbleichen quasi. Das sieht man bei ganz vielen Sprintern. Die werden dann so grau und fleckig. Und natürlich ganz wichtig, der Schutz, wenn du durchs Gestrüpp fährst. Mhm. Und die Autos sind ja nicht fürs Straßenfahren gebaut, sondern dafür, dass du Plätze findest, abseits halt von Asphaltstraßen und Campingplätzen. Ja, ihr baut die Sachen ein bisschen anders wie alle anderen. Ihr habt die neue Delta-Felge drauf. Genau. Das ist mutig, weil die meisten gehen auf die klassische Delta-Felge, aber die ist schön geworden, ne? Ja, ich finde die super sexy, die Felge. Macht echt eine gute Arbeit, hat eine super Traglast und ja, sieht halt optisch auch stimmig aus. Ja, ein Sandfilter ist drauf, ja, das ist auch wichtig, okay, wenn man in staubige Regionen fährt. Genau, ein sehr guter Filter ist das mit Keramiklager, von Topluft ist der. Und ja, der macht auf jeden Fall einen super Job und ohne dem geht es halt nicht mit so einem Auto. Eisenach, das Fahrwerk, was habt ihr da gemacht? Das ist ein Marquardt-Fahrwerk, das haben wir mit der Firma Marquardt quasi zusammen entwickelt. Das ist speziell für einen Sprinter ausgelegt, auf die Gewichtsverhältnisse vom Sprinter, auf die Dachhöhe, die Last oben auf dem Träger. Und verhindert halt extrem das Wankverhalten von dem Fahrzeug und macht einen super stabilen Eindruck und auch eine Arbeit im Gelände. So, ihr fahrt damit auch rum, muss man sagen. Ihr habt das selber getestet, mal das Auto? Alles, was wir bauen am Auto und das Auto, das ist alles von uns getestet. Sonst würden wir das niemals unserem Kunden anbieten. Halt, ne? Ja, totaler Zufall. Das Fenster geht auf. Ja. Ist doch witzig, oder, mit der Scheibe? Ja, das ist extra so gebaut. Halt. Deswegen ist da die Stufe ein bisschen höher. Ja. Und die Leiter hat noch eine Besonderheit, sitzt du abends mal zum Sonnenaufgang auf dem Deck oben, auf dem Holzdeck, ja, genießt das und zack ist es dunkel. Da haben wir ein kleines Feature eingebaut, schaut mal. Ja, zeig. Du hast hier eine Notbeleuchtung in der Leiter drin. Das heißt, die Stufen sind beleuchtet nachts, dann kannst du runtergehen, ohne dass du daneben trittst und die Beine brichst. Das finde ich auch extrem lustig. So, zeig mal, was hast du da gesehen? Also man soll nicht runterschmeißen? Ja, man soll hier nicht hinkotzen, sich nicht betrinken, keine Ahnung. Also was hat's damit? Nicht betrunken, aufs Deck gehen, genau. Ah, ach so. Kein Stage-Diving machen von oben, kein Feuer auf dem Holzdeck, das könnte heiß werden. Okay. Und auch keinen Müll runterschmeißen, natürlich, das gilt ja generell, wenn du mit so einem Auto unterwegs bist, keinen Müll an den Platz lassen. Aber es wo ist du schon so ein bisschen auch ein Gag von euch, oder? Natürlich, immer mit dem Schmunzeln, ja, zu betrachten, ne, genau. Ja. Der Sprinter ist unglaublich eng, muss man sagen. Und hier habt ihr so Backen drauf gemacht, damit, ich sag mal, man Platz hat hinten. Ihr schlaft quer. Genau. Du sparst halt ganz viel Platz im Innenraum. Und hier hast du wirklich eine moderate Bettgröße bei uns von knapp 2,04 Meter auf 1,55 Meter. So, Thomas Diesel, ich sag immer herzlichen Glückwunsch, der auch welche kriegt. Ja, ja, wir haben gut gewirtschaftet, wir haben die noch vorbestellt. Ja, ja, und tauschen jetzt nur die aktuellen Thomas an der Display-Sache aus. Wir bauen halt das neue X-Panel, habt ihr das schon mal getestet? Ja, wir werden es gleich sehen, oder? Ah ja, so. Den haben wir noch nicht eingebaut. Wie ja, gesagt, das X-Panel habe ich ja drüben gesehen bei den Kollegen. Was ach, haben ist? Die schon drin? Die haben schon drin, ja. Okay, gut. Sag mal gerade, das ist die Melfbox, was ganz Geiles. Wenn du das mal kurz beschreibst. Ja, macht halt eine super Arbeit und du siehst halt außen schon optisch, ob das lädt, ob es geladen ist und ob es überhaupt funktioniert, ob Strom ankommt. Du musst halt du musst vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Was ist das überhaupt? Ja, die meisten Leute kennen das nicht. Die Melfbox? Ja, die Melfbox. Genau, das ist ein Außenstromanschluss. Ja? Ein Außenstromanschluss. Richtig. Das ist quasi der Stecker. Ja. Der funktioniert mit einem Magnet drin, ja, das heißt, so ist er absolut safe und im Stecker drin hast du einen Magneten und wenn der Magnet Kontakt hat mit einem Gegenstück hier drin, dann wird die aktiviert. Da hast du eine Elektronik drin und die auch anzeigt. Das heißt, wenn jemand drüber stolpert, das geht raus wie beim iPhone. Genau, es flutscht einfach raus, du kannst es nicht hängen bleiben und auch wenn du mal losfährst, hast es richtig eilig, ja, und vergisst das Ding abzumachen, das Kabel, das flutscht raus, das Kabel kannst du dir neu bestellen, aber du machst das Auto nicht kaputt. So, Heckträger, auch das baut ihr, glaube ich, selber. Alles bauen wir selber. Du baust selber? Ja, und bauen das selber. So, auch das Fahrrad hast du selber gebaut, Carbon? Das hat ein Freund von mir, gestylt, das ist ein Künstler. Und genau, das fanden wir würdig, an dem Träger hängen zu dürfen. Der Radträger ist so phänomenal. Ich muss dich so feiern dafür. Guck mal, also das sieht so einfach aus hier, liebe Simone. Mhm.
oben quer, das hat natürlich einen Grund. Genau, dass die Lenker nicht aneinander schlagen. Ja. So können die Lenker quasi ohne sich zu berühren und irgendwas kaputt zu machen nebeneinander quasi transportiert werden. Also mit dem Fahrrad natürlich. Und das Gute an den Trägern ist, du hast halt eine glatte Grundfläche. Im Sommer packst du deine Räder drauf und im Winter schraubst du nur die Bügel ab und dann kommt halt einfach die Skikiste dran. Halt, ne? Okay. Oder Transportkisten für Bergezeug, für einen Grill, sodass du halt das multifunktional einsetzen kannst. Ja. Auch toll finde ich das Peli-Case, zweckentfremdet, aber es ist wasserdicht. Wasserdicht, staubdicht und das war das Einzige, was stabil genug ist, dass es dort halt seinen Job macht. So, hier vorne das Ersatzrad, auch da die Haltung, die haben wir gesehen. Übrigens, schaut euch an, X-Bull war das andere Projekt. Da hast du auch ein bisschen was für gemacht, oder? Genau, das sind Freunde von uns. Für die haben wir auch den Dachträger konstruiert, den Ersatzradhalter konzipiert, die Seitenleiter gebaut, haben beim Innenraumkonzept mitgeholfen. Mittlerweile machen sie das selber, machen einen super Job. Und genau. So, da vorne ist die Box. Ja, geh mal rein, deine Frau ist drin. Ist deine Frau, gell? Das ist die Chefin. Die Chefin. Okay. Die Lebensgefährtin auch. Richtig. Hier vorne hast du noch ein paar Scheinwerfer drauf gemacht. Der Raptor-Lack, das ist sehr aufwendig, muss man sagen, wenn man es richtig machen will, oder? Richtig. Also wir bauen quasi alle Teile vom Fahrzeug ab. Dann werden die geschliffen, grundiert, nochmal geschliffen und dann geraptert, dass er wirklich hält. Wenn du da Fehler machst, geht das nämlich wieder ab. Das und davon hat man nichts. Man kommt von innen aufs Deck. Über die Leiter? Über die Leiter. Bitte, Simone. Ich hab's schon geahnt. Das ist mein lebender Mieter. Aber Vorsicht mit dem Lack. Ja, pass auf, du stellst die Füße. Ich zeig dir das mal kurz. Ja. Ja, schau mal, wie ich das mache. Deswegen ist die Grip Tape wie auf dem Skateboard drauf. Halt, ja. Ne? Damit du auch, wenn es feucht ist oder barfuß bist, ja, nicht abrutscht. Kann man auch nehmen als Nagelfeile. Geht super. Und dann stellst du die Schuhe einfach so an, wie beim Klettern am Berg. Halt, ne? Und dann kannst du so hochgehen. Schau. Das ist genial. So, das Fenster ist zu, dann kann nichts passieren und da bist du am Dach drauf. Man kann natürlich abstürzen, man sollte aber nicht, oder? Deswegen die Hinweise neben der Leiter. Ja, bitte nicht abstürzen, wenn du mal hoch gehst. Simone? Ja? Traust dich? Ja, klar. Trau dich! Entschuldigung. Ich bin ja nicht betrunken. Sie ist ja nicht betrunken. Wobei, sie spielt Handball und trinkt auch mal ein Bier, hat sie mir erzählt. Ab und zu. Jetzt sind beide oben. Probieren wir das mal aus, ob ich das kann mit einer Hand. Soll ich dir was abnehmen? Ja, ich bin ja Kummer gewohnt. Warte mal kurz. Ich bin oben. Guck, da sind wir. Da haben wir auch sogar noch eine bequeme Hängematte. Ne? Eine Hängematte habt ihr drin? Das haben ganz viele von unseren Fahrzeugen. Die haben halt Hängematte oben. Oder hier das Nachbarfahrzeug Aufstecklehnen. Dass du wirklich in der ersten Reihe sitzt. Gerade beim Festival super beliebt. Du steckst nur die Lehnen an das Airline-System dran. Genau, wenn du mal gerade das Mikro nimmst, bitte, Simone. Ja. Dann werde ich das wahrscheinlich noch sogar überleben hier. Ja, das ist mir besser. Okay. So, und immer kurz Interviews, wenn du das gleich nochmal sagst, bitte. Genau. Mit den Stützen hier. Genau, es gibt halt da, der ist halt multifunktional benutzbar. Viele quasi nutzen diese Hängematte auf dem Träger oben. Du liegst halt dann oben abseits von dem Trubel, wie jetzt auch. Ich genieße das. Du kannst halt verschiedene Teile nutzen auf dem Träger, wie jetzt so eine Lehne, wenn du ganz viele, die zum Festival fahren. Ja, die nutzen das Deck quasi als Aussichtsplattform. Und da gibt es halt so ein Lehnensstecksystem. Das kannst du halt in alle vier Richtungen stecken auf dem Fahrzeug und hast halt immer eine super coole, bequeme Sitzposition. Kissen hin, Decke, ein Weinchen oder ein Bierchen, perfekt. Und hier oben schlafen, wie ist das? Geht super. Habe ich oft gemacht. Einfach eine Isomatte drunter und Schlafsack, geht perfekt. Stechmücken sind hier auch. Stechmücken kommen nicht hier hoch, sind viel zu hoch. Das sind jetzt Luma-Fenster. Quasi Acrylglasfenster, die sind komplett begehbar aus dem maritimen Bereich, aus dem Yachtbereich quasi. Machen eine super Arbeit, passen halt perfekt, weil die sind von außen öffnen und begehbar und schließen halt perfekt mit dem Deck ab. Okay, das heißt, die sind ganz flach. Die sind flach und du kannst halt drüber laufen. Und du kannst was drüber laden auch. Ja. Du kannst was drüber. Genau, deswegen hast du ja diese Airline-Schienen hier. Wir machen Bügel. Die kannst du überall, wenn der Kunde sagt, er möchte sein Kajak transportieren oder wenn er sein SUP, sein Stand-Up-Paddleboard nicht ständig aufblasen will, kann er zu Hause in der Garage aufblasen, kannst halt über das Deck legen, auf den Querträgern einfach verspannen,
Genau, und kann zu seinem Fluss oder See fahren. Das ist eine super Sache. Sehr schön. So, wir gehen mal runter. Simone, du nimmst das Mikro mal mit. Ja. Soll ich dir das nehmen? Ja. Das geht. Ja. So. Ich muss drin lassen. Und die steigen mal runter, bitte. Das Ganze natürlich ohne Schnitt. Ich hoffe, die Kamera hält aus, denn es ist sehr heiß heute. Es sind, glaube ich, 35 Grad gemeldet oder sowas. Guck ich gleich mal aufs Thermometer. Sag mal, gab es jemals hier eine Ausstellung, wo es nicht geregnet hat? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Oh gut, da gab es einen Sturm. Meinst du, wo es geregnet hat oder wo es nicht geregnet hat? Wo es nicht geregnet hat, ja. Also ist egal. Komm runter. Also wenn ich zurückdenke, es gab immer ein Gewitter es gab oder immer, einen Sturm. Ja. Aber was soll jetzt die nächsten Tage, das Wetter soll halten, das ist wirklich einmalig. Was bist du für ein Typ? Du bist so Surfer, Kitesurfer oder sowas? Nee, Kitesurfer mag ich nicht. Sondern? Was machst du? Ja, wenn, dann richtige Surfen. Oder ja, klettern, wandern, mit dem Hund unterwegs sein, viel biken. Das macht ihr mir, genau, das wollte ich mich auch fragen. Wo fahrt ihr dann hin, wenn's mit dem unterwegs, wenn ihr mit dem unterwegs seid? Ja, viel in die Berge, deswegen haben wir bei dem Auto auch die bekanntesten europäischen Berge verbaut im Auto. Mhm. Genau. Okay. Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien. Frag mal gerade, hier ist die Chefin, er hat es dreimal gesagt, du bist die Chefin, hallo. Hallo. Stell dich mal kurz vor. Ich bin die Lena, genau. Hallo Lena. Hallo. Du kommst auch aus Eisenach? Nee, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich bin dann zugezogen sozusagen. Super. Ihr habt einen ganz tollen Van gebaut, der ist wirklich aus der Praxis entstanden, oder? Ja, total, genau. Die Leute gucken, die Farbe ist sehr mutig, aber sie ist natürlich sehr feminin, würde ich jetzt direkt mal sagen, aber ihr habt denn den Jungs alle, ihr habt die quasi gezwungen, alle die T-Shirts anzuziehen? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Die Mann ist freiwillig. Genau, absolut. Das ist meine Farbe. Die trage ich. Ja, ich habe Fahrräder, die haben die Farbe. Ich habe viele T-Shirts, ich habe eine Hose. Genau, ich liebe diese Farbe. Ich darf mal kurz die Halskette von dir zeigen, dass ich mal sehe, das ungefähr einschätzen kann. Du bist ein blumiger Mensch. Lebensfroh? Ja, das auf jeden Fall, genau. Weil das Problem ist ja, wenn man sowas anfängt, so ein Projekt mit allem drum und dran, gibt es ja Höhen und Tiefen, aber das, was ihr hier erfunden habt, ja, das ist so außergewöhnlich einmalig. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio ein bisschen leiser machst wegen der GEMA, sonst killen die uns. Das ist ganz, ganz lieb. Und mir mal kurz beschreibst, was war die Intention hier bei dem Fahrzeug? Genau, also hier war die Vorgabe, dass man zu 3 Personen und mit 2 Hunden auch von der Größe her reisen kann. Die Möglichkeit aber hat, auch eine 4. Person mitzunehmen. Die Schwiegermutter zum Beispiel. Die Schwiegermutter? Zum Beispiel. Das heißt, ihr habt Hunde, große Hunde? Ja, zwei große, ein Husky, ein Labrador. Okay. Genau. Toll. So, ihr habt alles wirklich mit ganz tollen Materialien ausgearbeitet. Das sieht aus wie echte Eiche. Das ist richtige Eiche, ne? Dieses handgehobelte Eiche aus Skandinavien. Das heißt, wir verbauen das aus dem Grund im Sichtbereich, dass wenn was runterfällt, ist es ein Messer, eine Gabel oder irgendwas passiert oder zerkratzt, du schleifst es einfach nach, auch unterwegs, kannst ein Leinöl drauf machen oder wie wir machen Zirbenholzöl drauf und es sieht aus wie neu. Und es erzählt eine Geschichte auch nach 10 Jahren. Ich wollte gerade sagen, du musst es gar nicht abschleifen. Das heißt, das ist so hart, das Holz, da können auch Steinchen und so, da passiert nichts. Nö, und das sieht halt immer nicht kaputt aus, es sieht halt einfach benutzt aus und das ist ja nichts Schlechtes, das sieht man ja an meinen Falten. Ich darf euch einen Tipp geben, ich würde genau diese Schrift, die drauf ist, später auch aufs Original machen. Auf jeden Fall, stimmt. So klasse, oder? Ja. Sieht super aus. Das ist im Moment nur das Schweinchen, was da ist. Denn das ist auch so ein ist bisschen. Das sogar, ist das eine Tafel? Nein, das ist die Folie. Ja, aber das hier. Nein, ach so, das ist keine Tafel. Nein. Das ist die Phoenix-Beschichtung, kommt aus Italien, ist halt so ein Anti-Fingerprint beschichtet und hat halt so ein ganz, wenn du das anfährst, fest sich an wie Samt. Mach mal. Ja, das war ich, ja. Krass. Was es alles gibt, ja. Das ist und ja wenn so. Wenn es zerkratzt ist, ist das Coole, dann nimmt die Frau einfach ihren Föhn. Schwuppt einmal drüber und dann kannst du ganz viel Kratzer wieder damit eliminieren. Ach, das habe ich gesehen. Das gibt es natürlich auch bei entsprechenden Küchen gibt es das. Mit so einem Schwamm, glaube ich, fährt man drüber. Ja, also mit so einem weißen. Das habe ich mal gesehen. Wir waren jetzt auf der Mailänder Messe, haben extra geguckt, was so die Küchenwelt zu bieten hat. Und ne, bei solchen Sachen stößt man halt auf solche Bauteile. Und Phoenix ist ja mittlerweile schon eine bekannte Marke, kommt auch aus Italien. Und die machen halt super hochwertige Schichtstoffe. So, Teil 2, bleibt dran. Wir sind auf der Abenteuer Allrad. Heute am 17. Juni 2022 in einem Hammerausbau von Most Wanted. Most korrekt? Wanted. Most Wanted. Ich zeig's mal gerade. So wird's geschrieben.
Und ihr werdet gleich ein bisschen mehr erfahren. Bis gleich. Tschüss. Most Wanted Teil 2. Ja, das ist ein Selbstausbau der Superlative, der aber richtig schick geworden ist. Er ist noch nicht ganz fertig, muss man dazu sagen, aber er ist fast fertig. Genau, wir brauchen noch circa 2 Wochen, um das Fahrzeug zu vollenden. Da fehlen dann noch unsere Markenzeichen, die Hängelampe, die man verwendet in dem Mittelfach als Sozius-Leuchte beim Fahren. Und wenn du ankommst, hast du halt einen super Ambilight hier an dem Sitzplatz. Kann ich euch aber gerne noch mal an einem Fahrzeug zeigen dann, weil das ist wirklich das, was bis jetzt noch, was wir nirgendwo gesehen haben. Ja, was wichtig ist, Fahrzeuglänge hier, was haben wir? 7 Meter. 7 Meter. Und ein Platz, ein Raumvolumen. Komm ruhig mal rein, bitte, Simone. Das ist ja mal eine Küche, oder? Moment, ich muss sie mir erst mal anschauen. Schau sie mal an. Stylisch, ich mag das mit Schwarz und Holzfarben und auch diese Details. Das ist wunderschön. Ist das Matterhorn? Das Matterhorn, ja. Genau. Krass. Das ist der Großglockner. Warte, ich komme. Das ist der Großglockner. Aber was ich krass finde, ist diese ausladende Größe von der Küche, oder? Ja. Also da hat man wirklich Platz, um was zu machen und hier noch eine Verlängerung. Und du siehst halt, ne, wir pressen das halt selber. Das ist selber furnierte Eiche. Und du siehst halt hier an der Maserung schon, schau mal, die geht wirklich von hinten, also von vorne bis hinten durch. Selbst hier ist das halt eingearbeitet, sodass es wirklich ein Bild ergibt. Ne? So, ein paar Sachen sind noch nicht da. Der Dunstabzug kommt noch. Genau, hier sieht man auch, wie wir dämmen halt mit Armaflex XG, also mit Naturkautschuk. Und wenn du hier drinnen bist, ich frage oft die Leute, jetzt scheint die Sonne hier drauf, viel mehr wird es nicht. Riecht mal. Und dir fällt auf, dass es weder nach Dämmstoffen riecht, noch nach Weichmachern oder Plaste. Das ist halt das, was dann den Leuten nicht auffällt, und das ist das Gute. Ne? Und du kannst auch hier die Decke anfassen. Es ist kühl, weil der Dachträger, die wir bauen, die funktionieren ja, haben eine große Funktion, die funktionieren als Wärmeschutz. Ja. Die Fahrzeuge stehen quasi in ihrem eigenen Schatten. Das heißt, wenn du oft im Süden bist, ist das perfekt. Oder du hast Hunde im Auto oder deswegen bauen wir die halt so. Zuladung, was hast du? Bitte? Zuladung jetzt berechnet? Also das ist, der hat ein zugelassenes Gewicht dann von 3,7 Tonnen und es ist ein 4,4 Tonner. Also wir haben wirklich eine reelle Zuladung von knapp 600, 700 Kilo. Oh, das ist ja unmöglich, sowas, ein 7 Meter auf 3,5 Tonnen. Machen wir gar nicht, macht keinen Sinn, weil das Leerfahrzeug wiegt schon 2,7 Tonnen. Da hätte ich für den Ausbau vielleicht 100 Kilo und das macht keinen Sinn. So, hier vorne der Kühlschrank, den liebe ich ja. Ist ein bisschen klein, finde ich, aber er langt dir, oder? Ja, der passt hier. Eigentlich war vorgesehen eine Schublade. Wir stehen eigentlich auf Kühlschubläden, weil die einfach effektiver arbeiten. In dem Fall war halt einfach weniger Platz. So, was mir gefällt. Die Küche ist dafür umso größer, ne? Ja, und auch schöne Armaturen hast du gewählt. Richtig, die sind quasi aus dem Heimbereich und wir verbauen Membranpumpen, also Unterdruckpumpen. Und dann kannst du halt solche Technik verwenden halt, ne? Tiefe Becken, du kannst endlich mal spülen. Richtig, und die Frau kann sich im Notfall auch mal die Haare waschen. Die Haare waschen, so. Ich zeig mal gerade, hier vorne hast du das Standard-Kochfeld von Tedford. 2 Flammen, langt voll und ganz. Ja, super. Das sieht halt optisch schön aus, weil es schwarz ist. Du hast halt eine Wanne drin, wenn es überläuft, kannst du halt wirklich fein sauber machen. Mhm. Und war für uns von der Optik her eigentlich die passendste Variante. Lichtsystem ist Bus? Bussystem? Nee, wir haben ein eigenes. Mhm. Wir haben ein eigenes System. Wir haben quasi bei uns in der Firma jemand, der programmiert Lichtsysteme selber. Hier fehlt noch der Rahmen. Aber so konnten wir schon mal zeigen, also du kannst, es sind alles Taster, du kannst per Fingertipp, kannst du alles bedienen, über die Schalter dimmen. Wir haben Ambilight auf den Schränken, unter den Schränken, sieht man dann, wenn es anfängt zu leuchten. Alles ist von vorne bedienbar und aus dem Bett, das heißt, ich kann bei hellem Auto ins Bett gehen und kann von hinten alles ausmachen. Was mir überhaupt gut gefällt, ist hier oben diese Struktur, die ihr gewählt habt, ja, das Muster, was da ist, das habe ich jetzt an einem anderen Stand auch schon gesehen, auf Wildeiche. Mhm. Und es riecht auch wirklich nicht. Also das ist so. Die Schubladen, wie funktionieren die? Die ziehst du hier über die Ecke aus, das ist so ein Designelement. Die kannst du einfach aufziehen. Mit Krassscharnieren, alle auf Gärung geklebt, alles echtes Holz. Also keine vorgefertigten Alu- oder Plastikschubläden. Alles ist ehrliche Handarbeit. Das Ganze wird wie jetzt gesichert, wenn der Fahrer? Wir haben auch ein System drin, ähnlich wie bei X-Bull. Das ist ab einer bestimmten Geschwindigkeit verriegeln die automatisch die Schubläden. Ja. Oder du kannst sie händisch verriegeln.
Okay, das heißt also, wenn du losfährst, das ist normal, wenn die Türen auch zugehen, gell? Nee, wir haben das an die Geschwindigkeit gekoppelt. Ja. Das heißt, du fährst 5 km/h, dann verriegelt die Schublade, also die Schubladen, mhm. oder du verriegelst halt händisch. Sehr schön. Wir haben das mit einem Magneten gelöst, quasi mit einem Elektromagneten. Genau. Also ich finde auch toll, dass sie die Sachen, die noch nicht fertig sind, abgeklebt haben, dass die Leute wirklich wissen, hier ist die Baustelle. Genau. Ich habe das Fahrzeug gekennzeichnet, aber es ist auch sehr schön mal zu sehen, wie ihr arbeitet. Weil auch Elektroinstallationen lassen sich sehen bei euch, oder? Ja, da, also unser Elektriker, der gibt da viel Wert drauf, dass es halt wirklich auch unter dem Fahrzeug ist, so, dass er sich, das ist so ein bisschen Fetischist. Das muss perfekt liegen und darf keine Scheuerstellen haben und, und. Ist das hier das gleiche Material wie außen? Das ist alles Phoenix. Okay. Genau. Phoenix, wie wird das geschrieben? Schau mal, hier steht's. Phoenix. Krass. Ich kenne das, wie gesagt, von mir jetzt entsprechend der Küche. Da hast du schon so Ritzen drin, die kannst du aber wieder raus. Genau. Du hast halt hier so einen Schwamm, mit dem kannst du also bis zum gewissen Grad natürlich die Kratzer wegpolieren. Dann föhnst du das und dann schließt sich die Oberfläche wieder. Sehr schön. So, einen Schrank mal bitte öffnen hier, dass ich mal sehe, wie der festgemacht ist. Wow. Das finde ich ja genial. Das heißt, ihr habt das vorher angezeichnet natürlich. Genau, da, damit die Kunden sehen, wo und wie viel Platz die Elektrik wegnimmt dann später. Und das ist alles, was angezeigt wird. Also du hast quasi nur noch 2 Displays und 2 Schalter, die kann ich aber auch umprogrammieren. Kann auch alles per Fernwartung gemacht werden bei dem Auto. Mhm. Also ich könnte, wenn das Fahrzeug in Spanien steht, von unserer Firma aus, per Fernwartung bestimmte Sachen regeln oder auch dem Kunden umprogrammieren, wie Lichtbelegung. Er sagt zum Beispiel, ich möchte auf dem Schalter hätte ich gerne nicht die Küchenbeleuchtung, sondern eher die Außenbeleuchtung, das wäre für mich praktisch. Dann sage ich, gib mir das frei, dann kann ich das umprogrammieren, absenden, er macht ein Update und dann hat er auf dem Schalter dann die Außenbeleuchtung. Ja, das Raumgefühl. Ihr habt Schnierle-Sitze drin, das Beste genau. vom Besten. Das Einzige, was uns nicht so taugt bei Schnierle, sind die Sitze, deswegen polstern wir die selber um, mhm. weil die sehr ungemütlich gepolstert sind. Aber sonst ist das System, wir haben nichts Besseres. Aus dem Reisebusbau, glaube ich sogar, kommt das? Genau, die bauen auch viele Vans und Kleinbusse. Ist halt ein mobiles, modulares System. So, die Sitze kannst du drehen. Man kann das ab Werk bestellen, die Drehkonsolen? Bei Sprinter kriegst du das komplette Set mit einem Komfortsitz. Das ist eigentlich eine coole Sache. Wir polstern die einfach nochmal um das halt ans Interieur anzupassen. In dem Fall ist es so ein Jutestoff wie Bergjacken halt. Ne? So, Basisfahrzeug, was ist drunter? Ein V6? Sprinter, V6, 3-Liter Maschine. Natürlich. Mit 250 PS. Wie geht das? 250? Also das ist ja eigentlich ein gedrosselter Motor, ne, auf 190 und der ist halt optimiert auf 250 PS. Das merkt man? Schon. Also er verbraucht weniger Sprit und fährt einfach an Bergen spritziger. Ja, das ist übrigens ein Fahrzeug, was es nicht mehr gibt, okay. wo die ganze Industrie hinterher weint und sagt, warum gibt es das Fahrzeug nicht mehr? Ist halt so, kann man nichts dran ändern. Den neuen habe ich leider noch nicht Probe fahren dürfen, die 2-Liter Maschine mit 4-Zylinder-Motor. Ich bin schon gefahren. Was sagst du? Gigantisch. Gut? Ja. Also wir haben auch nichts Negatives gehört. Ja, also die Leute, die sagen auch V6, klar ist der V6 besser, aber die sollen den erstmal fahren. Das Ding ist ein Hammer. Wir haben bei Mercedes angefragt und wollten das Probefahren, das Teil, weil viele Kunden bei uns das natürlich bestellen wollen. Ja. Hat noch nicht geklappt. Wir werden es sehen. Das Bett, ganz wichtig. Ja. Ihr schlaft heute Nacht hier drin? Wir schlafen, alle Autos, die hier stehen, die sind teilweise mit ihren Eignern da, die schlafen hier vor Ort. Und auch hier habt ihr ganz reduziert gearbeitet. Das bedeutet nichts, was irgendwie ablenken kann. Das finde ich immer so schlimm, wenn da so 1000 hier und da und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Das ist ein Schlafbereich. Das ist ein Schlafbereich, da fehlt halt noch hier der Schrank natürlich über den Füßen und kleine Details, Taschen fürs Handy oder für die Brille nachts oder für das Getränk. Aber uns ist wichtig, dass wir gute Matratzen verbauen. Also die lassen wir schneidern bei Optima. Also wir testen das alles selber und das war die einzige Firma, bei der wir gesagt haben, das passt. Das passt zu den Autos. Häfele baut auch schöne Beschläge. Ich zeig das mal gerade. Ja. Die sind eigentlich gar nicht gedacht für den Bereich Camping, sondern aber sie funktionieren gut. Tadellos. Wir bauen halt Schwingtüren ein, damit das ist ja eine Nasszelle, damit quasi diese Tür dient als Sichtschutz. Und das Auto verwindet sich, das ist ein langes Auto, 7 Meter lang. Mhm. Und fährst du Waldwege oder Forstwege oder im Berg, Bergpässe, das ganze Auto arbeitet. Mhm. Und Leute, die, unsere Erfahrung ist, eine Tür dicht einzubauen,
macht überhaupt keinen Sinn, weil die hat zu viele Scheuerstellen und macht Geräusche und quietscht und geht früher oder später kaputt. Wir haben eine Sichtschutztür eingebaut, die halt frei pendeln kann. Sag mal bitte. In beide Richtungen. Nee, in beide? In beide Richtungen. Okay, das heißt, es kann, also wenn das jetzt arbeitet, das sind jetzt hier 2-3 Millimeter, wo die arbeiten kann in alle Richtungen? Du hast keine Berührungspunkte. Gar keine. Von der Tür mit dem Auto. Warte, ich zeig das mal. Was hast du Material? Das ist Acrylglas, sehr hochwertiges. Ist natürlich sehr kostspielig, aber funktioniert halt nach langen Erprobungen super für uns. Ist das leicht? Ja, die Tür wiegt vielleicht 2-3 Kilo. Hier sieht man euren Ausbau mal sehr schön. Ich bin dir so dankbar, dass ihr den in dem Zustand jetzt mal habt, weil da kannst du sehr viel sehen. Die Rahmen macht ihr selber? Das machen wir alles selber. Gut, das ist auch ordentlich gemacht. Das heißt, ihr legt auch Wert, dass alles das, was drunter ist, was man nicht sieht, auch gut ist? Ja, das ist ja wichtig halt, ne? Sei es, wenn es mal Reparaturen gibt oder wir wollen halt, dass das Fahrzeug in 10 Jahren genauso viel Spaß macht wie jetzt. Wir bauen halt langfristig, ne? Das ist schon uncool, wenn man heutzutage 3 Liter V6 Autos auf den Markt schmeißt und dann sagen wir, einmal hast du recht, zum zweiten sage ich, du, das Auto fährt aber 10, 15 Jahre und dann ist das unsere Sache, mit der Nachhaltigkeit umzugehen. So, ich mache mal gerade die Tür zu und dann mache ich noch einen Schuss auf die Küche. Das ist nämlich so gigantisch, wenn du hier aus dem Schlafbereich rausguckst auf diese Küche, da ist jemand jetzt, das Auto kommt mir viel länger vor. Ihr habt jeden Zentimeter genutzt, oder? Ja. Ja, wir haben auch solche Sachen, wir haben alles innenliegende Tanks. Du siehst hier, hier ist der Tank drunter quasi für das Waschbecken. Der hat eine optische Anzeige, das ist beleuchtet. Du siehst dann wie bei einem Thermometer, siehst du hier den Flüssigkeitsstand. Ne? Das fanden wir ganz witzig, funktioniert als Nachtlicht, wenn du mal nachts auf Toilette musst. Kannst du auch vom Bett ein- und ausschalten. Und du hast immer eine optische Anzeige. Und was ganz wichtig ist, der Tank ist im Auto. Bei minus 30 Grad kann nichts einfrieren, alle Leitungen sind im Auto verlegt. Frischwasser, was habt ihr? Frischwasser haben wir ca. 120 Liter, 125 Liter mit Leitung. Die Heizung war ja Truma Diesel, ne? Truma Kombi 6DE. Mit Elektro. Richtig. Mhm. Macht viel Sinn, wenn du das Auto irgendwo abstellst auf deinem Privatgrundstück und willst nicht, dass es einfriert oder willst es vorbereiten für eine große Fahrt. Stecker dran, Heizung einfach auf mittlerer Stufe und dann ist alles vorgewärmt, ohne dass du halt Diesel verbrennen musst. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe sie gerade im Einsatz, die beste Heizung der Welt, weil... Finde ich auch. Also wer jemals über die Kombi 6DE schimpft, ja, muss sie probiert haben, denn du kannst so lange duschen, da können 2 Leute ineinander duschen. Das ist, also, das wer Ding denn sagt... 60 Grad. 60 Grad, überleg mal. Also ich benutze die ja permanent und das Geile ist, das Wasser ist mir ein bisschen umgekippt, ja. Das macht das so heiß, dass es nicht mehr stinkt. Das wird komplett desinfiziert, was rauskommt. Das ist für uns auch die allererste Wahl. Ja. Da wüsste ich jetzt keine Alternative dazu. Weder vom Platz noch von der Performance. Ja, auch die Luftheizung, das ist alles mit drin. Die ist sehr robust. Man sollte sie ab und zu mal richtig laufen lassen. Das hat mir einer mal gesagt. Aber ich glaube, das macht sie sogar teilweise automatisch. Ja. Das ist also, die Reinigung. Also nur noch ein Tipp. Eine Heizung im Fahrzeug, auch im Sommer, auch wenn es 40 Grad hat, die muss mindestens einmal im Monat muss die laufen, auch der Brenner. Gerade wenn du am Wasser unterwegs bist, im Salzmeerbereich, lass die laufen. Das ist nicht schlimm, dann ist es halt einmal 10 Minuten warm oder eine halbe Stunde. Aber das verlängert diese Lebensdauer unglaublich von den Teilen. Das ist so Ruß, ist ja das große Richtig. Thema. Ja. Ruß und Rost, gerade im Meerbereich. Das ist ein cooler Typ, oder? Er hat viel Ahnung. Er hat wirklich viel Ahnung. Du machst das wie lange schon, Van? Also selber reisen schon mein ganzes Leben und das ausbauen seit mittlerweile 12 Jahren. So, wir geben das Fahrzeug gleich wieder frei. Ihr seid unglaublich umlagert. Du hast einen tollen Platz hier bekommen, finde ich. Also der ist wirklich an einem Stichpunkt. Du guckst so, fällt dir nicht so gut, oder? Super. Deswegen haben wir den seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ich würde euch gerne noch die Heckpartie zeigen, weil, Vorsicht im Kopf, aber weil das oft passiert, fass mal dran. Ja, ist weich. Ich hab's gepolstert. Ach, krass. Ja, das ist nämlich hier oben. Und hier ist sogar nochmal das Logo, hast du das gesehen? Ja. Und eine ganz coole Geschichte, klapp mal die Sonnenblende nach unten. Du hast da Lüftungsschlitze drin, ne? Und du machst vorne die Weitwurfdüsen bei Mercedes an und hier ist eine Klappe drin, die hat halt quasi Lüftungsschlitze. Das heißt, der ganze Kasten wird durchlüftet von vorne nach hinten. Du schmeißt deine Daunenjacke rein oder Schlafsack und das fängt nicht an zu stocken. Ja. Mhm. Das wird halt komplett durchlüftet. Okay, das heißt, es fängt nicht an zu schimmeln oder... Richtig. Dass ihr das... Cool. Ja, Mercedes Sprinter, MAN TGE würde auch gehen, auf Wunsch. Ja, mach mal, aber Sprinter baue ich lieber aus, weil du hast keinen Verlust durch ein Allrad im Innenraum.
Ne? Und er hat keine abfallende Form im Innenraum. Quasi beim MAN oder Crafter fällt das Auto halt hinten stark ab. Und das ist halt für einen Ausbauer eine Katastrophe. Aber trotzdem ein solides Auto. Unser Hundefenster hinten. Naja. Genau. Was macht ihr mit dem Platz unterm Bett? Zeige ich euch. Okay. Bitte. Wollen wir außen rum gehen oder wollen wir durchgestrüppt? Ja, wir können durchgestrüppt. Du gehst wahrscheinlich außen rum, oder? Nee. Warte, ich zeig mal gerade das schöne Fahrrad, was du hier hast. Das ist handbemalt, oder? Handbemalt, das war ein Kunstprojekt. Das ist ein sehr bekannter Künstler, Peter Aurisch heißt der Typ. Der macht für Grants, für Galerien und für Künstler macht er halt Plattencover. Soll ich dir... Geht? Gut. Ich bin da. Ich wollte ja hier durch. Naja, macht er halt Sachen und der hat für uns dieses Fahrraddesign, das ist ein sehr guter Freund von mir, tätowiert auch sehr, sehr gut. Warte, ich zeig das mal, darf ich mal sehen? Das zum Beispiel, solche Sachen macht er, also er macht echt richtig geilen Kram. Ja, das Problem ist, dass solche Leute ja über Jahre ausgebucht sind, oder? Genau, es sei denn, du bist der Freund, dann kommst du sofort dran. Sehr schön, ja, zeig mal bitte. So. Das ist die... Also das sind wir, glaube ich, mit die einzigen und das ist auch mit unserem Markenzeichen die feste Rückwand. Ach so. Das heißt, wenn du öffnest, bist du nicht direkt im Nichts? Nein, das heißt, im Winter, das Auto kühlt nicht aus, im Sommer hast du keine Mücken drin, wenn du an den Gepäckraum willst. Und du hast halt ganz viel Fläche für Campingstühle, Campingtisch, Bergezeug, Äxte, whatever, keine Ahnung. Kannst du alles an der Heckwand anbringen und hast halt einen clean Laderaum. Hab ich noch nie gesehen, das auch. Und das Fenster halt ist auch eine super, ist so ein kleines Gimmick-Geschichte. Wenn die Hecktüren auf sind, kannst du trotzdem das Fenster öffnen, siehst was hinten raus und kannst mal Stoß lüften. Mhm. Hier dann immer noch einen großen Kofferraum? Genau, das ist der komplett, also der wirklich der reelle Kofferraum. Wir haben das so gestaltet, dass es recht kantig ist für Stauboxen, dass du wirklich keine Kanten und Ecken hast. Hier sieht man mal das Fenster, hier kommt die Hundebox davor und dann liegen die hier und haben halt... die Möglichkeit rauszugucken und das wird halt belüftet. Das ist jetzt auch Vorschrift für Hunde. Das weiß ich nicht, ich würde es auf jeden Fall immer machen. War Spaß. So, hier vorne hast du eine ganz stylische Außendusche, genau. Die gar nicht auffällt. Ja, da fehlt noch der Schlauch. Und dann haben wir einfach quasi nochmal eine Steckdose hinten für Ladegeräte. Mhm. Neutrix-Stecker für ein zweites Faltpanel. Das kannst du dann hinten durch die Tür rauslegen. Wenn du das mal gerade aufmachst, bitte, dass man sieht, wie der aussieht, der Stecker, der Neutrix. Der Neutrix-Stecker. So sieht er aus. So sieht er aus, okay. 12 Volt, oder? Genau, also für ein Solarpanel. Wir haben jetzt hier High-Voltage-Panels, also die mit mehr als... Ach so, das ist für Außensolar. Für so ein Außensolar, genau. Okay, verstanden. Da kannst du quasi nochmal ein zusätzliches Panel. Du hast einen super schönen Schattenplatz im Süden. Und willst aber trotzdem, brauchst ein bisschen Energie, weil dein Kühlschrank brummt wie verrückt. Dann nimmst du das Faltpanel, stellst es 20 Meter weiter irgendwo an Zaun oder an Baum. Und kriegst halt Energie und kannst halt trotzdem deinen Schattenplatz behalten. Eine kurze Frage, wieso habt ihr jetzt hier das Ganze zugemacht und nicht offen gelassen? Genau, also du musst dir vorstellen, du stehst im Winter bei minus 10 Grad irgendwo, willst deine Skischuhe oder Snowboardschuhe hinten rausholen, machst quasi hinten die Türen auf. Das heißt, es ist wie zu Hause, kalt, ne? du würdest eine ganze Tür von deinem Schlafzimmer aufmachen. Das kühlt sofort aus, passiert dir gar nicht. Okay. Du schläfst nachts bei minus 30 Grad in deinem Auto. Die Türen kannst du dämmen, aber nicht die Verbindung. Also das heißt, ihr wollt es auch einfach für tiefe Temperaturen? Wir bauen ja so ein Auto, wenn du so ein Invest tätigst, willst du das Ding das ganze Jahr nutzen. Ja. Und viele von unseren Kunden, die machen halt Urlaub in Bergen oder im hohen Norden. Und dann brauchst du diese Performance, dass das Ding absolut frostsicher ist. Halt, okay, ne? Deswegen sind alle Tanks im Auto verbaut. Frisch, Abwasser, alles im Auto. Abwasser? Wie viel hast du Abwasser? Abwasser haben wir gleich 40 Liter. Mhm. So, Batterien, was hast du drin? Wir haben jetzt hier eine 300er Lithium von Wattstunde drin. Ist aber erweiterbar mit noch einer 300er. Hier fehlt halt noch die Klappe vor der Tür. Aber so kann man dem Kunden mal zeigen, wie die Batterie eingebaut ist. Die ist halt absolut schüttel- und rüttelfest eingebaut. Also auf einen Millimeter genau immer, dass die auch im Gelände oder im Unfallfall keinen Spielraum hat, sich loszureißen. Halt, ne? War Wasser oben drüber? Elektrik? Genau. Da siehst du dann unsere eigene Elektrik quasi, die unser Typ baut. Wattstunde eigentlich ein super Laden, oder? Ja. Guck mal, drück mal auf das kleine Knöpfchen ganz links, einfach nur drauf tippen. Einmal kurz? Ja.
Nee. So, echt? Dann hast du einen beleuchteten Technikraum, dass wenn du irgendwo stehst und hast das Problem, brauchst du halt nicht mit einer Taschenlampe im Mund oder mit einer Stirnlampe hier rumkriechen, sondern du hast einen komplett beleuchteten Technikraum, sodass du halt auch Reparaturen unterwegs halt ohne Stress machen kannst. Und sieht doch gut aus. Bitte? Und es sieht gut aus. Sieht gut aus. Schau mal da hinten, die Kiste, das ist halt unser eigenes Projekt mit Flextronic, das ist unser Typ. Der baut mittlerweile für viele Vans solche Lichtkonzepte. Das heißt, du kannst quasi das, was ich vorhin erklärt habe, einfach mit einem Taster kannst du Lichter ein- und ausschalten, dimmen, alles über einen Taster. Und das ist eine feine Sache. Was ich toll finde, ist zum Beispiel im Bad ist es realisiert bei den Kollegen, das Licht geht von selber aus nach einer Zeit. Ja. Das ist so programmiert, dass man es nicht vergessen kann. Genau, das geht alles mit diesem System. Da sind wir super happy, dass wir den Typen auf unserer Seite haben. Und das, wir ergänzen uns natürlich halt. Ne? Der ist oft bei uns und baut mit uns Vans, also elektrische Sachen aus, kriegt natürlich von uns ganz viel Input und das setzt er in seine Elektronik um. Das macht er richtig fein. Sehr schön. So, mach mal einen Cut. Die Leute wollen jetzt bestimmt 10 Autos kaufen bei dir. Lieferzeit, was sagst du? Also wir sind jetzt bei Ende 23 mit Ausbaubeginn. Genau, und wir sind nicht hier, um Autos zu verkaufen. Wir wollen einfach nur den Leuten zeigen, was machbar ist mit einem Van. Das ist für uns quasi keine Verkaufsveranstaltung. Wir finden es einfach cool, wie die Leute auf bestimmte Sachen reagieren. Und nehmen da ganz viel auch, sag ich mal, Inspiration mit von den Leuten. Wir finden die Community cool hier auf der Messe. Wir mögen das einfach hier abends auch abzuhängen und mit ganz vielen anderen Ausstellern einfach einen Austausch zu haben. Das ist quasi für uns so eine Doppelveranstaltung. Was Schönes hier oben, fahren noch Fahrzeuge rüber. Ja, super. Winken wir mal hoch, da freuen die sich. Sehr schön. VW im Gelände. Ja, dein Vor- und Zunahme? Tino heiße ich mit Vorname und Langner mit Nachname. Tino Langner. Und man findet euch unter mostvented.de. Genau. .com. So. Oder bei Instagram oder bei Facebook, überall. Ja, tschüss euch beiden. Dann Abschlussbild, Abenteuer Allrad 2022, 17. Juni. Tschüss.